diese Tage, die letzten Anschläge, die noch so schmerzhaft in Erinnerung sind, Kassel, Halle, Hanau, die haben wieder die Frage auf die Tagesordnung gestellt, was ist eigentlich Rechtsterror und seit wann sprechen wir davon? Und das Erste, was man wirklich sagen muss, es gibt eine verdrängte Kontinuität extrem rechter, rassistischer Anschläge und Morde in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, die kaum im Gedächtnis der Gesellschaft vorhanden sind. Der erste Anschlag, den ich ganz klar als Rechtsterror bezeichnen würde, das war das Attentat auf Rudi Dutschke 1968. Der Attentäter Josef Bachmann, der war aufgehetzt durch Nazi-Zeitungen und die Springerpresse, die eben solche Aktivisten, wie es Rudi Dutschke war, quasi für vogelfrei erklärt haben. Da müsste mal was passieren. Und Josef Bachmann, der auch Kontakte in die organisierte Neonazi-Szene hatte, auch zu einer Wehrsportgruppe, der ist dann eben zur Tat geschritten. Und 10 Jahre später ist Rudi Dutschke an den Verletzungen erlegen, an den Spätfolgen des Attentates. Und das ist für mich das erste rechte Attentat. Aber die Geschichte, die geht weiter. Und ich finde eine Zäsur tatsächlich bis heute der schwerste terroristische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Oktoberfestattentat von 1980. Und damals sind 13 Menschen gestorben und mehr als 200 verletzt worden. Und die Behörden, die Medien, die haben sich relativ schnell darauf festgelegt, das war ein Einzeltäter, der war verwirrt, der hatte Liebeskummer. Dessen Einbindung in die damals größte und gefährlichste Neonazi-Organisation der Wehrsportgruppe Hoffmann hat man gar nicht richtig untersucht. Entsprechende auch Ansätze in den Behörden sind, man kann sagen, politisch motiviert kaputt gemacht worden. Und es hat viele Jahre gedauert bis 2014, auf öffentlichen Druck, aber vor allem auch auf hin von absolut wichtiger und notwendiger journalistischer, hartnäckiger Arbeit, zum Beispiel von Ulrich Chaussy, der Generalbundesanwalt, ein Verfahren wieder aufgenommen hat, um tatsächlich die Hintergründe zu diesem schrecklichen Attentat in München zu klären. Ich habe jetzt schon zwei Fälle genannt, Oktoberfestattentat, Mord an Rudi Dutschke. Und habe ganz selbstverständlich von Rechtsterror gesprochen. Aber was meint das eigentlich? Ich persönlich halte mich da an eine Definition von Professor Fabian Virchow. Der sagt, Rechtsterror, das ist organisiertes, auch bewaffnetes Vorgehen klandestiner oder halbklandestiner Gruppen. Das hat man tatsächlich nach dem NSU etwas abgewandelt, die mit ihren Aktionen darauf abzielen, Angst unter bestimmten Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel die politischen Gegner oder Minderheiten, zu erzeugen und dann tatsächlich in der Folge auch zu politischen Änderungen zu kommen. Man muss es anders sagen, politische Änderungen in diesem Land hin zu einem autoritären Regime zu erzwingen. Fabian Virchow, wer gerne da mehr nachlesen würde zu dem, was er Wichtiges schreibt, der könnte zum Beispiel die Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung aus Thüringen, Kleine Geschichte des Rechtsterrors, anfordern. Ist günstig. Ich glaube, man muss nur die Versandkosten zahlen oder man holt sie selbst in der Landeszentrale ab, wenn man in Thüringen lebt. Ich finde ein sehr guter Sammelband, der eben das, was ich am Anfang sagte, diese Geschichte, diese Kontinuitäten des Rechtsterrors beleuchtet und vor allem sehr präzise eben auch sagt, Rechtsterror ist nicht erst dann als solcher irgendwie zu benennen, wenn die Ermittlungsbehörden auch zum Beispiel nach dem Paragraph 129a, also dem Paragraphen, der eine rechtsterroristische Vereinigung verfolgt, ermittelt. Wenn wir darauf immer warten würden, irgendwie, dann würden viele Fälle, viele Anschläge, viele Morde gar nicht richtig gezielt. Ich komme nochmal zurück zur Geschichte des Rechtsterrors. Ja, Josef Bachmann, Oktoberfestattentat, das waren ja in erster Linie Anschläge, die aus einer NS-Ideologie erwachsen sind, also wo auch insbesondere als Feindgruppe die gesellschaftliche Linke genannt wurde oder eben die Vorstellung, man müsste militant so etwas wie einen Führerstaat errichten. Und dann 1980
um den Dreh herum nimmt ein weiteres Motiv im Rechtsterror an Bedeutung zu. Das ist der Rassismus, Anschlag der Aktionsgruppen Röder in Hamburg auf zwei vietnamesische Flüchtlinge. Und ja, da ist eine Linie auf jeden Fall zu ziehen, bis dann auch zu den Morden und Sprengstoffanschlägen des nationalsozialistischen Untergrundes, wo wir das, was wir zum Oktoberfestattentat so bitter festgestellt haben, dass eben nicht wirklich alle Mittäter, alle Hintermänner ausermittelt wurden, dass man sich schnell festgelegt hat auf eine Einzeltäterthese, und die heißt halt beim NSU nicht Einzeltäter, sondern die heißt Trio. Also es waren drei und der Rest hat im Grunde unwissend um das, was sie vorhaben, unterstützt, aber waren nicht selbst, wenn man so will, Terrorhelfer, sondern nur so etwas wie Handlanger. Ja, also neben der rassistischen Dimension von Rechtsterror spielt Antisemitismus und spielte schon immer eine wichtige Rolle. Zum einen in konkreten Anschlagsgeschehen. Wehrsportgruppe Hoffmann habe ich vorhin ja schon erwähnt mit dem Oktoberfestattentat, aber im selben Jahr gab es auch den Doppelmord in Erlangen an dem Rabbiner Shlomo Levin und seiner Lebensgefährtin Frieda Pöschke, übrigens bis heute auch einem Einzeltäter zugeschrieben. Ich finde fälschlicherweise, hier müsste auch tatsächlich ein Wiederaufnahmeverfahren des Generalbundesanwaltes erzwungen werden durch eine öffentliche Auseinandersetzung. Aber an vielen anderen Stellen ist halt auch gerade dieser rassistische Terror sehr eng mit dem Antisemitismus verbunden. Der NSU zum Beispiel, er ist ja nicht alleine gegen Migranten und Migrantinnen aktiv geworden. In seiner Frühphase hat er hier in Thüringen an einer Autobahn eine Puppe gehängt mit einer ja, Sprengstoffvorrichtung. Und diese Puppe war markiert mit einem Judenstern. Und das war kurz bevor Ignaz Bubitz die Gedenkstätte in Buchenwald besuchen wollte. Das Pogromispiel des NSU, das ist wirklich Antisemitismus in Form eines Agitationsmittels gegossen. Man wollte ja damit mit diesem Spiel Geld in der Szene sammeln. Und es gibt da immer einen Link zwischen Rassismus und Antisemitismus, den wir nicht vergessen dürfen. Der lautet, ja, die Migranten, die Migrantinnen, die Geflohenen, die herkommen, die bedrohen unsere Art zu leben, unsere Kultur, unser Deutschsein, den Arier, die weiße überlegene Rasse. So würden Nazis sprechen. Aber dahinter, hinter der Migration zum Beispiel, da stehen die Juden. Das ist die lenkende Hand. Das ist die Weltregierung irgendwie. Das ist das Kapital, meistens dann nochmal verkürzt auf Finanzkapital. Die sind für zum Beispiel, was Neonazis so nennen, Bevölkerungsaustausch verantwortlich. Und dann sieht man halt auch in den Täterbiografien wie Breivik oder bei dem Attentäter jetzt in Halle, dass es einen sehr fließenden Übergang von Rassismus und Antisemitismus gibt, dass er sich nicht ausschließt, sondern ergänzt in dem Denken der extremen Rechten. Und das müssen wir halt immer wieder klar haben. Synagogen sind in diesem Land genauso gefährdet wie Moscheen, Jüdinnen und Juden genauso wie Migranten und Migrantinnen. Und das ist tatsächlich auch eine Verpflichtung, das immer zusammenzudenken, niemals gegeneinander zu spielen und als aktive Aufgabe der Linken zu verstehen. Ja, diese Kontinuität bis zum NSU und danach in der Aufklärung, die ist tatsächlich Teil einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die wir um den Rechtsterror führen müssen. Und dazu braucht es Druck. Dazu braucht es Druck in der Öffentlichkeit, von der Wissenschaft, von denen, die publizieren zu dem Thema, aber auch in den Parlamenten. Und dem haben wir uns verschrieben. Wir stellen so viele Anfragen, wir versuchen so oft im Innenausschuss das Thema großzuziehen. Wir drängen auch immer wieder darauf, dass dort, wo es notwendig wird, Untersuchungsausschüsse entsprechend diese Hintergründe beleuchten. Und das ist eine Sisyphusarbeit. Manchmal fragt man sich auch, warum man nicht frustriert wird, weil man gerade auch, wenn ich an die Diskussion in den letzten Wochen denke, wo man auch schon wieder versucht, zum Beispiel den Täter des Anschlages in Hanau zu entpolitisieren oder jetzt, wenn wir nach Kassel schauen und das bevorstehende Verfahren uns ansehen gegen Stefan Ernst, der offenbar auch schon wieder als Einzeltäter betrachtet wird, dann könnte Frust aufkommen, aber es darf es nicht. Irgendwie unser
Anspruch für unsere Arbeit und unser Ansporn ist zweierlei. Zum einen tatsächlich Wut, Wut auf, dass es nicht aufhört in diesem Land, Wut, dass die Behörden immer noch nicht den richtigen Begriff haben und die richtigen Maßnahmen ergreifen, die Netzwerke zerschlagen, die militante Szene erwaffnen. Und Mut und auch eine ja, ethische Verpflichtung, auch eine emotionale Verpflichtung den Angehörigen und Betroffenen gegenüber, dass wir wirklich nicht ruhen werden, bis tatsächlich alle Hintergründe solcher Taten ans Licht gezerrt werden, die Rolle der Behörden, die Rolle der Geheimdienste geklärt ist und wir tatsächlich darauf kommen, dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder passiert. Ja, das war mein Video zur Geschichte des Rechtsterrors. Überhaupt, was verstehen wir unter Rechtsterror? Und ja, da kommt natürlich sofort die Frage auf, was ist mit dem, was aktuell los ist? Und da würde ich gerne mit euch in einem weiteren Video zusammenkommen. Insbesondere ein Thema, das brennt mir wirklich auf den Nägeln. Das sind extrem Rechte bis hin zu Rechtsterroristen in Polizei und Bundeswehr. Und darüber sprechen wir dann demnächst unter dem Stichwort Hannibal Schattenarmee.